So. Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserer Interviewreihe mit unseren Bürgermeisterkandidaten. Ihr habt die Fragen gestellt, die ich jetzt stellen werde. Heute an Christian Belke. Schön, dass du da bist, freut mich. Willst du dich vielleicht einmal ganz kurz vorstellen? Du bist ohne Partei Ja, als erstmal Kandidat. herzlichen Dank für die Einladung und die Initiative. Ja, Finde ich sehr wirklich eine gerne. super Geschichte. Gerne stelle ich mich vor, Christian Belke. Ich bin vor gut 50 Jahren hier in Holzminden geboren. Bin in der Stadt aufgewachsen, habe in der Stadt Sport getrieben und dann irgendwann 1990 mein Abitur gemacht. Nach dem Abitur habe ich mich für die Bundeswehr entschieden und mittlerweile blicke ich zurück auf 31 Dienstjahre, in denen mich die Bundeswehr so ziemlich kreuz und quer durch Deutschland, durch Europa und mit Blick auf meine Auslandseinsätze auch durch die ganze Welt versetzt hat. Ich habe überwiegend Führungsverwendungen hinter mir und die einprägsamste war sicherlich die hier in Holzminden als Bataillonskommandeur des Panzerpionierbataillons 1, wo ich zuständig war für die Ausbildung, Führung und Erziehung von 650 Soldatinnen und Soldaten und zivilen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und das war mir echt eine Herzensangelegenheit und eine Ehre. Ich bin verheiratet. Mit meiner Frau Anja haben wir zwei Kinder. Nina Marie ist 22, studiert in der HWK Soziale Arbeit. Und Sophia hat sich mit 19 dazu entschieden, eine Ausbildung zur Pflegefachkraft am Brüderkrankenhaus in Paderborn zu machen. Beide sehr soziale Kinder hast du. Absolut. Schön, sowas brauchen wir. Absolut. Sehr schön. Wollen wir mit der ersten Frage starten? Herzlich gerne. Warum lohnt es sich, in Holzminden zu leben und hier seinen Lebensmittelpunkt zu haben? Wir hatten ja abgesprochen, dass wir es kurz machen letztendlich. Und Holzminden ist einfach eine tolle Stadt mit liebenswerten Menschen. Und ich möchte es einfach mal versuchen, mit unserer Hymne zu beantworten, mit dem Lied Holzminden, meine Liebe. Keine Angst, ich fange jetzt nicht an zu singen. Aber in diesem Song heißt es ja, hier gibt es nicht nur heißes Wasser und nicht nur frisches Bier. Hier gibt es Düfte und Aromen und meine Liebe kommt von hier. Wir gehen Hand in Hand zusammen, manchmal stur, auch bis zum Schluss. Hier stehen alle eng zusammen. Hoch vom Solling bis zum Fluss. Und ich denke, das sagt echt alles. Und an all diejenigen, die das Lied noch nicht kennen, ich lade euch herzlich ein, zu mir ins Wahlkampfbüro zu kommen. Und dann gebe ich euch die CD und hoffe darauf, dass wir alle gemeinsam diesen Song dann beim nächsten Schützenfest in 2 Jahren Ja, wenn dann ordentlich hoffentlich performen. wieder eins ist. Genau, Ja. das hoffe ich. Sehr schöne Antwort. Wir hätten es auch singen können. Ich hätte damit gesungen. Lieber nicht, lieber nicht. Frage 2. Braucht ein Kandidat eine Partei als Homebase oder sind die Bürgerinnen und Bürger die Homebase? Homebase gleich Unterstützung. Ja, meiner Auffassung nach sind 44% aller Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland ohne Partei. Und insofern lautet meine Antwort klar, nein. Also ein Bürgermeister braucht eben keine Partei als Homebase. Ich gebe unumwunden zu, dass es sicherlich Vorteile hat, wenn man seine Ideen umsetzen will, natürlich die ersten Prozentpunkte mit einer Partei hinter sich bringt. Aber mit Blick auf die vor uns liegende Kommunalwahl muss man vielleicht auch kein Prophet sein, um vorauszusagen, dass keine der Parteien eine absolute Mehrheit erringen wird. Und insofern, egal wie der Bürgermeister auch heißt in Holzminden, es geht immer darum, politische Mehrheiten zu organisieren. Und ich denke, dass ich das als parteiunabhängiger Kandidat machen kann. Ich gehe auf alle Parteien zu. Und habe das auch in der Vergangenheit so getan. Und ich bin fest davon überzeugt, dass es in Holzminden für gute und kluge Ideen auch politische Mehrheiten gibt. Frage 3. Sollte ein Bürgermeister für Holzminden in Holzminden leben oder kann er seinen Wohnort auch außerhalb haben? Herr Ja, gute Frage. Und ihr wisst, dass ich im feindlichen Ausland wohne. Nein, also ich halte es persönlich tatsächlich nicht für ein Qualitätsmerkmal, wenn man einen bestimmten Wohnort hat. Mein Wohnort, meinen derzeitigen Wohnort, und da mache ich auch überhaupt kein Geheimnis draus, dass wir in Stahle wohnen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben uns vor 32 Jahren für diesen Wohnort entschieden. Also ich meine, Da hast du noch nicht gewusst, dass du 32 Jahre da. später mal Bürgermeister von Holzminden werden wirst. Oder vielleicht werden willst. Genau, wir haben uns damals entschieden, das schwiegerelterliche Haus zu übernehmen und zu sanieren. In der Tat ohne Kenntnis, dass ich mich mal auf dieses Amt bewerben werde. Ich muss aber zu meiner Ehrenrettung sagen, ich habe einen Zweitwohnsitz in Holzminden in der Sollingortschaft Silberborn und den werde ich auch behalten, der liegt mir auch am Herzen. Ich denke, damit habe ich meiner Pflicht Genüge getan. Das war ja auch in der Vergangenheit bei zurückliegenden Bürgermeistern nicht anders. Das stimmt. Wie finanzierst du deinen Wahlkampf? Gute Frage. Also ich finanziere meinen Wahlkampf tatsächlich komplett alleine. Und ich hatte mir natürlich vorher darüber Gedanken gemacht. Alleine heißt aus eigener Tasche. Aus eigener Tasche, komplett aus eigener Tasche.
Und ich habe diese Entscheidung auch ganz bewusst getroffen. Es gibt, um das ganz klar zu sagen, es gibt keinerlei finanzielle Zuwendungen von irgendeiner Partei oder irgendeiner politischen Gruppierung in Holzminden. Warum nicht? Ganz einfach, weil ich mir meine Unabhängigkeit tatsächlich bewahren möchte. Respekt dafür auf jeden Fall, weil das zeugt ja auch davon, dass du das mit Herzblut tust. Ja, und, genau. Wäre das denn anders, wenn du, ist es jetzt, weil du parteiunabhängig bist, dass du, wenn du eine Partei hättest, würden da ja irgendwo Gelder wahrscheinlich herkommen oder nicht automatisch? Also meine Kernintention ist ja tatsächlich, als unabhängiger Kandidat auf alle zugehen zu können. Und wenn ich jetzt Gelder angenommen hätte von einer Partei, dann hätte ich automatisch eine Hypothek für die Zukunft gehabt. Mhm. Und diese Hypothek wollte ich einfach nicht eingehen. Und insofern habe ich meinen politischen Unterstützern, und um diese politische Unterstützung habe ich gebeten, ich wollte mich inhaltlich reiben, unterschiedliche Positionen kennenlernen. Das ist mir viel wichtiger als das Geld. Und ich will auch vielleicht noch ergänzen, dass es auch keine Privatperson oder kein Unternehmen gibt, was mich sponsert, weil da genau das Gleiche gilt. Ich darf gerne einräumen, und das will ich auch nicht verheimlichen, weil ich ganz transparent sein möchte. Natürlich gab es geldwerte Vorteile, als ich die Osteraktion gemacht habe, zum Beispiel, um die Brötchen zu verteilen. Da habe ich die Brötchen der Bäckerei Klingenberg bekommen. Oder beispielsweise die 200 FFP2-Masken der Firma Ostermann, die ich der Tafel gespendet habe. Wenn ich solche geldwerten Vorteile bekomme, dann mache ich das transparent und zeige das auch an. Das habe ich in der Vergangenheit getan und werde das auch in Zukunft tun. Aber da bist du auch aktiv auf der Suche nach Sponsoren, wie zum Beispiel Willi Ostermann, der dann sagt, da gehst du ja auch drauf zu. Und, genau. Und da macht ihr das Hand in Hand und genau, aber dementsprechend. Das ist eben nicht für mich persönlich zur Unterstützung, sondern tatsächlich, also diese Masken habe ich ja weitergegeben an die Tafel. Die habe ich nicht selber bezahlt. Das habe ich auch anschließend in dem Zeitungsbericht klar zum Ausdruck gebracht. Um es mit einem Satz zu sagen, bei mir gibt es keine versteckten Geldkanäle und auch keine geheimen Konten. Ich mache das aus eigener Tasche. Super, dann kommen wir ja fast an die nächste Frage schon fast eigentlich. Naja, wenn du Gelder für deinen Wahlkampf von Sponsoren, Partnern oder ähnlichem angenommen hast, gab es im gleichen Atemzug Gespräche über gemeinsame politische und wirtschaftliche Ziele? Ja, die können wir echt kurz machen. Nein, solche Gespräche gab es in der Tat nicht. Also es gab politische Bestechungsgelder. Keine Bestechungsgelder. Ganz wichtig im Moment, glaube ich, in der Republik, mit Blick auf die Spendenaffären, die es so gibt in Deutschland. Das wollte ich mir ersparen. Natürlich gab es politische Gespräche. Ich habe ja gesagt, ich habe aktiv gesucht nach politischer Unterstützung, nach Menschen, mit denen ich mich inhaltlich reiben kann. Das ist mir wichtig und genau diese Unterstützung habe ich gebeten. Deine politische Unterstützung sieht wie folgt aus? Ich werde unterstützt von der SPD und von der ehemaligen Mehrheitsgruppe, also der WIR, UWG und GFH. Gut, dann haben wir das auch mal geklärt, alles klar. Johanna steht da die ganze Zeit und macht so, wir müssen schnell reden. Ich fasse mich kurz. Nein, sehr schön, denn Spaß macht es doch gut. Dicker Mercedes oder blau-weißes Dienstfahrrad mit Holzmindener Wappen? Ja, also prinzipiell würde mir das Fahrrad durchaus reichen. Gerne auch ohne Wimpel, den brauche ich tatsächlich nicht. Wer mich kennt, weiß, dass ich mit Statussymbolen nichts anfangen kann. Allerdings ist auch klar, bei dem einen oder anderen Außentermin brauche ich halt ein Auto. Das muss nicht zwingend ein Mercedes sein. Ich würde mich freuen, wenn es ein Auto wäre mit erneuerbaren Energien angetrieben. Das finde ich gut. Wie gesagt, welches Auto ich dann am Ende habe dafür, es muss mich sicher von A nach B bringen. Mein Lieblingsauto war der VW Käfer, den ich seinerzeit mal vor Urzeiten von Carsten Nickel gekauft habe. 500 Euro, an dem hänge ich immer noch, aber leider kann ich den nicht als Dienstwagen nutzen. Gibt es den noch? Es gibt den noch, aber der ist nicht mehr fahrfähig. So, wie stehst du zu Holzminden als Stadt der Düfte? Düfte und Aromen? Ja. Wir haben uns dieses Image erarbeitet und das ist ja auch in unserer Historie begründet und das ist meines Erachtens auch gut so. Ich will mich auch gerne dafür einsetzen, dass Holzminden das Zentrum der Aromastoffe und Düfte bleibt letztlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Ist ja keine Selbstverständlichkeit für alle Ewigkeit. Ich glaube aber, dass wir uns darauf nicht reduzieren sollten und reduzieren dürfen. Für mich ist Holzminden mehr. Wir sind Stadt der Solidarität. Wir sind eine liebenswerte Mittelstadt im Herzen des Weserberglands. Wir sind Sportstadt, wir sind Weserstandort und auch diese Vorzüge von Holzminden darf man, glaube ich, aktiv in unser Image mit aufnehmen und das würde ich auch gerne tun. Das Amt des Bürgermeisters bringt viel Arbeit und Verantwortung mit sich. Wie wirst du das mit Familie und Beruf vereinbaren? Ja, das ist in der Tat ein Punkt, der mich umtreibt, auch aus der Vergangenheit. Also wenn ich eine Sache mache, dann mache ich die mit vollem Elan, mit Schwung und natürlich auch mit Herzblut. Und da überziehe ich auch ab und zu mal und am Ende bleibe ich ja auch Ehemann, Vater, Bruder, Sohn und Freund.
Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dann auch Auszeiten zu finden. Ich baue da auf meine Frau, die ein ganz feines Gespür dafür hat. Wenn ich mal überziehe und mich selber zu kurz nehme, dann weist sie mich schon darauf hin. Und Gott sei Dank ist es mir gegeben, wenn ich nach Hause komme, die Tür hinter mir zumache, dann kann ich auch relativ schnell abschalten. Und ich hoffe, dass ich mir diese Fähigkeit bewahren kann. Wer wird dein erster Stadtrat, Stadträtin? Das weiß ich noch nicht. Erstmal müssen wir uns entscheiden. Wir sind ja leider unter die 20.000 Einwohnergrenze gefallen. Wollen wir noch einen ersten Stadtrat oder eine erste Stadträtin? Ich gehe davon aus und meine feste Intention ist, dass Holzminden wieder wächst und wir oberhalb dieser 20.000 landen. Ganz kurz, Einschub, unter 20.000 muss man keine Stadträtin? Das ist nicht mehr verpflichtend. Und über 20.000? Über 20.000 schon, genau. Ich gehe davon aus, dass wir die Hauptsatzung nicht ändern und dass wir eine erste Stadträtin oder einen ersten Stadtrat implementieren. Das wäre mir persönlich auch lieb und wichtig so. Aber ich kann jetzt noch nicht sagen, wer das wird. Ich denke, wenn es soweit ist, dann wird die Stelle ausgeschrieben und dann gilt es, die Kandidatinnen und Kandidaten einzuladen, kennenzulernen, weil es muss ja auch ein Vertrauensverhältnis zwischen beiden da sein, zwischen Bürgermeister und erster Stadträtin oder ersten Stadtrat. Und das will ich in einem ganz transparenten Prozess zusammen mit der Politik in Holzminden machen. Und ich lade sie auch gerne ein, bei dem Casting dabei zu sein, weil am Ende letztendlich müssen wir alle überzeugt sein von der Wahl. Und dann werde ich dem Rat einen Vorschlag machen und hoffe, dass dieser Vorschlag dann auch angenommen wird. Wie stellst du dir die Übergabe der Bürgermeisterei vor? Ja, in einem ganz zielgerichteten Prozess, in dem ich als Übernehmender dann auch die Möglichkeit habe, meine Schwerpunkte zu definieren. Und das wird niemanden verwundern, und das könnte ich jetzt auch schon mal anzeigen. Meine Schwerpunkte wären ganz klar das Personal. Ich möchte das Personal der Stadtverwaltung kennenlernen und en detail besprechen. Und genauso wichtig ist natürlich auch, einen detaillierten Überblick über die Finanzen zu bekommen. Ich pflege ein vernünftiges, ein gutes Verhältnis zum amtierenden Bürgermeister. Und insofern bin ich davon überzeugt, dass wir beide eine gute Übergabe hinbekommen. Voraussetzung ist natürlich, dass Herr Daule erstmal wieder auf die Beine kommt. Und dafür drücke ich die Daumen und wünsche ihm an dieser Stelle auch gute Besserung. Vielen Geschäftsführern von Unternehmen ist der örtliche Abstand zum Betrieb wichtig, um abzuschalten. Bei 20.000 Einwohnern läuft man nach Feierabend ja doch dem einen oder anderen entgegen. Wie schaltest du trotzdem ab? Ja, wir sind dann nur noch 19.800. Nein, Quatsch. Also ich mag Menschen. Und wer mich jetzt die letzten Wochen und Monate gesehen hat, der weiß, dass ich auch gerne mit Menschen ins Gespräch komme und diesen Kontakt suche. Ich war auch als Bataillonskommandeur in Holzminden, glaube ich, so ein bisschen Person des öffentlichen Lebens und wurde angesprochen auf der Straße. Ich finde das grundsätzlich gut und habe Spaß daran. Und insofern ist das für mich kein wirkliches Thema. Und wie gesagt, wenn ich die Tür hinter mir zumache, dann habe ich auch meine Privatsphäre und kann dann auch abschalten. Also das ist für mich keine wirkliche Herausforderung. Es gibt so Berufe, haben auch einen Beruf, den machst du mit Leidenschaft. Und klar, zu Hause schaltet man auch gerne ab, aber wenn man dann durch die Stadt läuft, ist man auch ganz froh, wenn man angesprochen wird wahrscheinlich. Ne? Ich denke auch, dass das elementar wichtig ist für den Bürgermeister aufzunehmen. Klar, natürlich. Ja. Hast du bereits Erfahrung in der Politik und oder der Kommunalverwaltung? Ich bin ja derzeit in Berlin im Bundesministerium der Verteidigung eingesetzt und zuständig für den militärpolitischen Aspekt unserer nationalen Beteiligung an der VN, also Vereinte Nationen Friedensmission MINUSMA in Mali. Und diese militärpolitische Position, die ich erarbeite, also mit welchen Kräften und mit welchen Fähigkeiten beteiligen wir uns an dieser Mission, muss ich da dann mit den anderen Ministerien, mit den anderen Ressorts abstimmen. Und das ist klassische politische Arbeit. Insofern, ja, ich habe politische Erfahrung, aber ich will auch ganz klar sagen, auf der kommunalpolitischen Ebene habe ich bislang keine Erfahrung gesammelt. Und da bin ich auch ehrlich, da muss ich dazulernen und das tue ich im Moment auch sehr intensiv. Ich bin aber auch überzeugt davon, dass die Aufgabe als Bürgermeister eben nicht nur aus Politik besteht, sondern auch aus der Führung der Verwaltung. Ich würde diesen Anteil sogar höher beziffern, vielleicht bei 70% legen. Und in der Verwaltungsarbeit habe ich tatsächlich 31 Jahre Erfahrung gesammelt, auf unterschiedlichsten Ebenen in meinen Führungsverwendungen. Beispielsweise als Kommandeur hatte ich die Aufgabe, auch mehrere Abteilungen zu führen und in eine gemeinsame Richtung zu bringen. Und ich glaube, dass da auch meine Kompetenz liegt. Und diese Kompetenz würde ich gerne auch in der Stadtverwaltung einbringen. Deine Wahlkampf-Giveaways. Plastikkulis, Gummibärchen und Hochglanzbroschüren, so wie immer? Ja, Gummibärchen würden bei mir nicht lange halten. Also bei mir gibt es, um das klar zu beantworten, bei mir gibt es keine Plastikkulis. Ich habe auch in der Vergangenheit im Wahlkampf
beispielsweise bei der Muttertagsaktion tatsächlich nicht auf Plastik gesetzt, sondern auf Äpfel mit einer eingelaserten Botschaft. Und das will ich auch zukünftig so tun. Und am Ende will ich auch ganz klar sagen, ich möchte nicht gewählt werden, weil ich irgendjemanden einen Plastikkugelschreiber, einen Öffner oder ein sonstiges Giveaway in die Hand gedrückt habe, sondern weil ich als Person und mit meinen Inhalten überzeugen möchte. Wenn ich das nicht schaffe, dann war mein Wahlkampf nicht gut genug. Dann war es auch nicht der Plastikkuli. Dann wird das nicht am Plastikkuli hängen. Und mein Wahlprogramm, also ich habe darüber nachgedacht, ob es nicht sinnvoll wäre. Manche Menschen mögen das ja tatsächlich nochmal drin zu blättern. Ich habe mich bewusst dagegen entschieden und ich habe das online gestellt und ich glaube, das ist für jeder Mann und jede Frau auch nachlesbar. Warst du auf den letzten beiden Demos gegen die AfD in Höxter? Ja, nicht auf beiden, aber bei der letzten war ich dabei, weil es mir persönlich eine Herzensangelegenheit war, ein Zeichen zu setzen für Respekt, für Vielseitigkeit und für Demokratie. Und insofern bin ich da mit meiner Frau hingegangen und das war auch gut und richtig so, glaube ich. Bei der vorletzten leider nicht. Da war ich in Berlin dienstlich gebunden, das konnte ich eben nicht einrichten. Aber ich will ganz klar sagen, dass so steht es ja auch in dem Wahlprogramm, wenn auch nicht abgedruckt. Aber ich stehe für einen Holzminden, in dem es keine Rolle spielt, welche Nationalität du angehörst oder welches Geschlecht du hast, wie du dich sexuell orientierst. Ich stehe für ein buntes Holzminden, in dem die Menschen friedlich miteinander in Harmonie leben können. Das ist mir tatsächlich wichtig und insofern war es mir genauso wichtig, eben auch nach Höxter zu gehen, zu dieser Gegenveranstaltung gegen die AfD. Wie stehst du zu den anderen Kandidaten? Ich finde es grundsätzlich gut, wenn jemand nach Verantwortung strebt und bereit ist, diese Verantwortung zu übernehmen. Und insofern ziehe ich meinen Hut sowohl vor Peter Matisek als auch vor Alexander Tietze. Ich finde es gut, dass sie diesen Schritt machen und dass sie ihren Hut in den Ring geworfen haben. Am Ende ist auch klar, möchte ich mich auf mich konzentrieren, meinen Wahlkampf führen. Ich habe beiden Kandidaten das Gespräch angeboten. Und habe mich stark gemacht, dass wir fair miteinander im Wahlkampf umgehen, weil mein Eindruck ist, dass die Bürgerinnen und Bürger auch keinen Kandidatengehacke sehen wollen. Mhm. Weil am Ende mache ich mich ja auch nicht besser dadurch, wenn ich jetzt einen Gegenkandidaten diskreditiere. Dazu besteht auch, glaube ich, kein Anlass. Ich habe gesagt, ich möchte durch meine Person, durch die Position und Inhalte überzeugen und nicht, weil ich jemand anders schlecht oder klein rede. Das ist meine Devise. Ich ziehe meinen Hut, dass beide diesen Schritt gemacht haben. Und ich würde mich freuen, wenn am Ende zum 12. September drei unterschiedliche Programme auf dem Tisch liegen und die Bürgerinnen und Bürger dann in der Wahlkabine die Möglichkeit haben, sich für das Beste zu entscheiden. Django, das ist ja auch so ein Thema. Ich weiß es nicht. Ich habe da mal gehört, da hat sich noch ein vierter Kandidat beworben. Der ist wohl gerade auf der Suche nach Unterschriften. Weißt du, wer das ist? Kennst du ihn? Schon mal kennengelernt? Also ich kenne ihn nur Cowboy Hut durch die Stadt laufend. Also ich habe ihn noch nicht persönlich kennengelernt. Ich habe allerdings auch davon gehört, dass er beabsichtigt, sich als Kandidat auf das Bürgermeisteramt in Holzminden zu bewerben. Wie weit er ist mit seinen Unterstützungsunterschriften, noch hat er ja, glaube ich, 2 Wochen Zeit, bis er sie abzugeben hat. Wie weit er damit ist, kann ich echt nicht beurteilen. Aber Konkurrenz belebt das Geschäft. Und wenn er das tatsächlich ernst meint, würde ich mich freuen, auch mit Django ins Gespräch zu kommen. Okay. Warst du schon einmal in der Moschee in der hinteren Straße? War ich in der Tat, erst vor anderthalb Wochen. Wurdest du eingeladen? Oder? Nee, ich hab aktiv gefragt, ob wir einen Termin machen können und auch das war mir eine Herzensangelegenheit. Ich hab gesagt, ich möchte und trete ein, dass es ein buntes Holzminden gibt. Mhm. Und insofern habe ich die türkisch-islamische Gemeinschaft gefragt, ob wir uns austauschen können, weil ich einfach alle Facetten meiner Heimatstadt auch kennenlernen möchte und insofern kam dieser Termin zustande. Und ich habe mich ausgetauscht mit Imam Bilik, ich habe mich ausgetauscht mit Ümit Bayer als ersten Vorsitzenden der türkisch-islamischen Gemeinschaft. Es war der Frauenvorstand anwesend, es war der Jugendvorstand anwesend. Und bei dem Termin, den ich echt genossen habe, das war ein richtig gutes Gespräch, habe ich ein ganz vorwärtsgewandtes Islamverständnis kennengelernt. Und war ein toller Austausch. Wir haben beispielsweise überlegt, wie gelingt es uns, gemeinsame Werte, wie das Kümmern um Alte und Kranke zum Beispiel, wie können wir das gemeinsam transportieren? Und ich habe Imam Bilik einfach mal gefragt, Mensch, können Sie sich vorstellen, dass wir das mit einer Gruppe aus der türkisch-islamischen Gemeinschaft und von mir aus auch gerne einer Konfirmandengruppe aus Holzminden mal gemeinsam machen, ins Krankenhaus gehen und kranke Menschen besuchen? Und er war dem echt aufgeschlossen gegenüber.
Das ist ja eine gute Idee, wenn wir einfach multikulturell zusammen agieren, ne? Und nicht das immer so voneinander trennen. Genau. Super, ne? Vielleicht eins noch dazu, das ist mir auch echt wichtig und auch das haben wir diskutiert. Ich denke, wenn wir mehr übereinander erfahren, mehr voneinander lernen, dann ist das ein echter Schritt nach vorne. Dann helfen wir auch, Vorurteile abzubauen. Ja. Und insofern haben wir so ein Format besprochen, wie ich es kennengelernt habe in meiner Zeit in Italien, als ich für die NATO gearbeitet habe, 3,5 Jahre. Da gab es den sogenannten International Day. Das waren 26 Nationen, die in dem Hauptquartier der NATO gearbeitet haben. Und an einem Tag hatten alle Nationen die Möglichkeit, ihre Nation vorzustellen mit landestypischen Speisen, mit ihrer Musik, mit ihrer Kultur und Sprache. Und das waren tolle Veranstaltungen, die mich echt freuen. Und da war auch die türkisch-islamische Gemeinschaft total aufgeschlossen, wenn wir sowas in Holzminden hinkriegen würden. Ich bin da auch in ersten Gesprächen, um das umsetzen zu können. Und ich würde mich riesig freuen, wenn das gelingt. Ganz kurz sind wir dabei. Kleiner Teaser, wir planen das nämlich auch. Ich habe da schon mit Majid und so drüber geredet, Marktgastronom. Und wenn ich Bock hätte, mal ein multikulturelles Event auf dem Markt zu machen. Weil es eben schön ist, wenn man Nationen nicht so sehr voneinander trennt. Ja, finde ich. Ich finde es super. Welches Buch liegt bei dir auf dem Nachttisch? Ja, Robin Alexander, Merkels Ende und das Drama der deutschen Politik, das ist das eine. Das ist ein Buch, das nur dass man jetzt gerade schön kennt. Das ist ein Buch und das klingt vielleicht jetzt doof, ist aber die Wahrheit. Ich muss dazulernen, was Kommunalpolitik angeht und insofern liegt eine Fassung des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes bei mir auf dem Schreibtisch. Ich will ausdrücklich betonen, das brauche ich nicht, um einzuschlafen abends, sondern ich lese immer mal wieder da rein und will ja auch dazulernen natürlich. Wir haben jetzt den ersten Block vorbei, das heißt, wir trinken jetzt einen kleinen Schluck, schnaufen mal kurz durch, checken die Kameras ab und dann geht es gleich weiter.